Wurfzelte. Mit einem Handgriff ins Natururlaubsglück. Manche fliegen auf ferne Inseln, andere erklimmen schneebedeckte Gipfel. Der preisbewusste Bürger entdeckt vielleicht ganz andere Seiten am eigenen Bundesland. Was aber an jedem Ort wichtig ist, ist eine sichere Unterkunft. Ein Ort, an dem man sich vor und nach den Erlebnissen des Tages zurückziehen und auf das nächste Abenteuer vorbereiten kann. Damit der Zelturlaub glatt verläuft und die Entspannung nicht schon in der Aufbauphase zugrunde geht, hat sich in den letzten Jahren eine gute Alternative zu den klassischen Zeltmodellen etabliert. Das Wurfzelt oder Pop-up-Zelt, ganz ohne störendes Steckgestänge. Im Folgenden werde ich einige Wurfzelte vergleichen und ihre Vor- und Nachteile aufzählen, damit du dir ein gutes Bild machen und aussuchen kannst, was am besten zu dir passt. Allen gemein ist, dass sie sich innerhalb weniger Minuten oder Sekunden aufrichten lassen. Darüber hinaus sollte man die eigenen Ansprüche beachten. Je nach Umfang des Urlaubs und der Transportmittel sind zum Beispiel Gewicht und Größe des verpackten Zelts wichtig und Ort und Jahreszeit bestimmen, wie regenfest es sein muss. Ein Wurfzelt muss nicht teuer sein. Wer etwas tiefer in die Tasche greift, bekommt ein funktional wie optisch etwas besseres Design und unter Umständen erhöhten Widerstand gegen die Witterungen. Allerdings halten alle hier genannten Zelte mindestens 2000 mm Wassersäule auf der äußeren Zeltplane aus. Nightcat Wurfzelt für 79,99 Euro und 2 bis 3 Personen. Das Nightcat Wurfzelt bietet nicht nur Vierbeinern eine Unterkunft. Dank doppelschichtiger Bauweise hält es Regen und Sturm ab, während im Inneren alles trocken bleibt. Eine Sprühfestigkeit von 3000 mm Regensäule garantiert, dass es erst ab einem kleinen Monsun unangenehm werden könnte. Und darüber hinaus ist es noch äußerst vielseitig gestaltet. An warmen Tagen kann man durch die zwei Zeltöffnungen an gegenüberliegenden Seiten erfrischenden Durchzug schaffen und muss so zur Schlafenszeit auch nicht über die andere Person steigen. Gleichzeitig halten Gittertüren störende Insekten fern. Mit einer zweiten, mitgelieferten Matte kann das äußere Zelt außerdem als portabler Pavillon dienen und bei Picknick, Ausflügen und Angeln wertvollen Unterstand bieten. Das Nightcat Wurfzelt gibt es in zwei Größen für 2 bis 3 oder 3 bis 4 Personen und in Farben Blau oder Grün. Sable Pop-Up Zelt, ebenfalls 79,99 Euro und für 2 bis 3 Personen. Das Wurfzelt von Sable ist mit Ausmaßen im verpackten Zustand von 76 cm x 17 cm x 17 cm besonders kompakt und eignet sich damit auch für ausgedehnte Wandertouren zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wo es auf jeden Kubikzentimeter ankommt. Mit einer Wasserdichtheit von 3000 mm Wassersäule hält es dabei auch widrigen Witterungen stand, während zwei Belüftungsöffnungen sowie eine belüftete Dachabdeckung für Frische und Luftaustausch im Inneren sorgen. Durch Gelenke an den Streben lässt es sich innerhalb von etwa einer Minute aufrichten, ebenso schnell wieder abbauen und bietet mit 220 x 190 cm Liegefläche ausreichend Platz, um drei erwachsene Menschen gemütlich nebeneinander unterzubringen. Durch 20 cm mehr Platz in der Höhe im Vergleich zum Nightcat bleibt außerdem etwas mehr Platz zum Strecken. Zuletzt ist noch die ansprechende Farbgebung in Tiefviolett und Blau anzumerken, wodurch das Sable Pop-Up Zelt aus der Masse der sonstigen Zelte heraussticht. Lumaland Outdoor Pop-Up Zelt für 56,99 Euro und 2 bis 3 Personen. Das Lumaland Outdoor Wurfzelt ist eine günstige Alternative zu den Modellen von Nightcat und Sable. Mit seiner einschichtigen Konstruktion und Wasserdichtheit bis 2000 mm Regensäule ist es eher für die sonnige Zeit und leichtere Schauer geeignet. Zumindest muss man mit der hochgezogenen, absolut dichten Bodenwanne auch feuchten oder schlammigen Untergrund nicht fürchten und hat durch weniger Material auch ein handlicheres, leichteres Zelt, das besser zu kürzeren Touren mitreisen und bis zu 3 Personen ein wenig Schutz spenden kann. Durch ein geringes Gewicht von nur 3,1 Kilogramm lässt es sich dabei gut mitführen. Lumaland Campingzelt für 64,99 Euro und ebenfalls 2 bis 3 Personen.
Lumaland bietet mit diesem Modell eine Alternative zu ihrem Outdoor-Pop-Up-Zelt an, die sich durch erhöhte Regenfestigkeit von 3000 mm Wassersäule auszeichnet, dafür allerdings auch etwa 1 Kilo mehr auf die Waage bringt. Ansonsten erleichtert das ausgefeilte Faltsystem ebenfalls den Aufbau erheblich und mit einer großen Innenfläche von 210 x 195 cm können drei Erwachsene nebeneinander Platz finden. Damit es dabei nicht so stickig wird, ist im Dach eine Luftöffnung integriert. Hewolf Kuppelzelt, 99 Euro für 2 bis 3 Personen. Das Hewolf Kuppelzelt macht dem Namen Wurfzelt alle Ehren. Während die bisher genannten Modelle durch innovative Klapp- und Faltmechanismen nur etwa eine Minute zum Aufrichten brauchen, geht es mit dem Wurfzelt von Hewolf noch um einiges schneller. Ein einziger Wurf durch die Luft reicht, um es sich von selbst entfalten zu lassen, sodass nur noch die Heringe zur Verankerung in den Boden getrieben werden müssen. Der Abbau gestaltet sich ebenso schnell und problemlos. Mit nur etwa 2,7 Kilogramm ist es außerdem außerordentlich leicht, obwohl es genug Platz für 2 bis 3 Personen bietet. Allerdings wird es in einer runden Tragetasche mit einem Durchmesser von etwa 82 cm verstaut, was den Transport in einem Rucksack erschweren dürfte. Zu den weiteren Vorteilen zählt silberbeschichtetes Polyester als Material, wodurch UV-Strahlen das Zeltgewebe nicht über Zeit beschädigen kann, und eine Zeltöffnung inklusive Vordach je Seite, was bei Bedarf viel Luft ins Zelt einlädt, während ein Maschengitter Mücken und weiteren Plagegeistern kein Zutritt erlaubt. Über den Tag ist es dank zwei großer Fenster an den übrigen beiden Seiten angenehm hell und lichtdurchflutet. Zent Pop-Up Zelt für 79,99 Euro und 2 bis 3 Personen. Das automatische Outdoor-Zelt von Zentp ist eine gute Wahl für die, die ebenfalls ein Wurfzelt suchen, das sich besonders schnell und problemlos aufbauen lässt, aber nicht ganz so viel bezahlen wollen wie für das Kuppelzelt von Hewolf. Nachdem es mit einem Schlenker des Handgelenks stolz zum Stehen gebracht wird, findet man beim Zelt von Zentp ebenfalls zwei Öffnungen für viel Durchluft. Durch Gitternetze werden Mücken abgehalten und ein Innenraum der Maße 260 x 155 cm bietet ausreichend Platz für 2 bis 3 Personen. Eine Regenfestheit von 2000 mm suggeriert eher trockenere Zeiten als Anwendungsfall. Quido Quick Oak 3 Campingzelt, 149 Euro für 2 bis 3 Personen. Das Quido Quick Oak 3 Campingzelt ist das Zelt der Wahl für alle, die bereit sind, für Qualität und ein besonders durchdachtes Design etwas mehr zu bezahlen. Mit 6,3 Kilogramm Gewicht ist es eher ungeeignet für Reisen zu Fuß, bietet dafür allerdings auch Schutz vor jeder Witterung. Mit einem Regendichtrating von 3000 mm ist es besonders regenfest und das Vorzelt kann gleichzeitig auch zusätzlichem Gepäck etwas Schutz bieten. Ein weiterer Kunde berichtete davon, selbst nach einer Woche mit Sturm und Regen und Gewitter an der Nordsee im Quido Quick Oak 3 trocken geblieben zu sein. Auch für sommersonnige Tage ist dieses Campingzelt geeignet und kann durch zwei Öffnungen an gegenüberliegenden Seiten viel Durchzug schaffen, sodass man nie von stickiger Luft geweckt werden muss. Zwei zusätzliche Belüftungsöffnungen an den Seiten und eine im Dach verhindern unter jedweden Bedingungen, dass sich Kondenswasser im Zelt bilden kann und ein einhängbares Ablagenetz verstaut Wertsachen oder hält kleineres Gepäck und Campingutensilien griffbereit. Ayama Familienzelt, 219,99 Euro für 4 bis 6 Personen. Wer mit der ganzen Familie oder einer ganzen Gruppe von Freunden zelten und dabei möglichst wenig der Urlaubszeit mit Zeltaufbau lassen möchte, für den ist das Familienzelt von Ayama die erste Wahl. Für einen angemessenen Preis bietet es Platz für bis zu 6 Personen oder 4 Personen genug Freiraum für einen entspannten Urlaub. Mit einer Breite von 260 cm können sich auch größere Menschen wohlfühlen und haben mehr Platz zum Ausbreiten. Ein Vorzelt bietet darüber hinaus noch weiteren Platz für Gepäck oder um zum Beispiel Schuhe abzustellen. Für ein angenehmes Klima sorgt auch die doppelschichtige Konstruktion, die gegen kühlere Außentemperaturen etwas isoliert, und durch 5 Fenster ist auch für Frischluft in den warmen Stunden gesorgt. Mit 3000 mm Regenfestigkeit auf die Zeltplane und sogar 4000 auf den Boden
muss man dabei auch kein schlechtes Wetter schrecken. Fazit: Für ein enges Budget scheinen die Modelle von Lumaland die beste Wahl zu sein. Knapp darüber bieten die Zelte von Sable und Nightcat ein ansprechenderes Design und etwas mehr Funktionalität. Das Überzelt von Nightcat insbesondere lässt sich auch für sich als Pavillon verwenden. Wer sich noch dazu möglichst wenig mit dem Aufbau beschäftigen möchte, ist mit einem selbst entfaltenden Wurfzelt von Hewolf oder Zenf gut beraten. Am oberen Ende bietet Credo mit seinem Quick Oak 3 etwas für Personen mit gehobenen Qualitätsansprüchen und Ayama etwas für die, die besonders viel Platz wünschen. Welches der Zelte ist dein Favorit? Schau jetzt auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei, um dich über deinen Favoriten genauer zu informieren. Ich hoffe, ich konnte dir bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse gerne ein Like da und teile es mit deinen Freunden. Um keine neuen Vergleichsvideos mehr zu verpassen, kannst du auch ein kostenloses Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!